Moin Moin Leute, heute setzen wir die ersten Fundamente, ja, sprichwörtlich, also wir bauen Fundamente und setzen Fundament hier für unseren Geflügelhof. Ja, wir auf dem Hänger haben wir jetzt erstmal einen Teil von dem, was wir da so brauchen, ein paar Bretter, Estrich, Beton, Paletten fürs Fundament, die Pfähle und der ganze Zaunkram liegt noch alles bei mir zu Hause. Das habe ich jetzt nicht mitgebracht, weil das verschwindet ja über Nacht mal gern, ne? So Kleinigkeiten. Deswegen haben wir jetzt erstmal nur das mit. Ja, wir laden ab und dann zeigen wir euch heute mal, was wir hier vorhaben überhaupt mit den Paletten. Ja, wird spannend, ob es so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, weiß ich nicht, werden wir sehen. Ja, die Paletten habe ich miteinander verschraubt, jetzt mache ich erstmal ein Brett rum, dass ich hier auf eine Linie bin, dass ich das nicht mehr verschiebe, dass es eine Einheit ist. Ja, so sieht's aus. Ich werde mal weitermachen. Lieber mal eine Schraube mehr nehmen, ne? Davon haben wir eigentlich genug. Daran soll es jetzt nicht hart werden. Hauptsache, das ist hier richtig verschraubt und stabil. Auf jeden Fall lässt sich das übelst geil an der Plastikpalette befestigen. Das hält auf jeden Fall wie Sau. Hier kommen die Balken nachher rauf. Können wir die Balken von oben schön anschrauben. Und von der Seite auch noch. Die anderen Bretter schließen dann ab. Ja, wenn sein muss, wird nochmal aufgedoppelt. Aber so ist das schon übelst geil. Hier sind wir jetzt an der Stelle, wo das Verkaufshäuschen aka-Lagerraum hin soll. Ja, hier an der Straße schön. Können die Leute gleich anhalten, sich ihre Eier gleich so im Vorbeifahren kaufen. Alle vorhandenen Pfähle sind erstmal drin. Ein paar muss ich noch besorgen. Ein paar Eckpfosten muss ich noch machen. Aber ja, die da so einbetoniert, wir haben die erst vorgebohrt und dann auf 50 cm oder 40, wir haben die auf 40 vorgebohrt, dann haben wir die noch 10 cm im Boden gehauen. Mit einer schönen Hülse oben drauf, dass die Köpfe auch nicht kaputt gehen. Ja, und das Resultat sind feste Pfähle. Ne, 1A können wir da ja schön den Zaun spannt. Ja, jetzt werden wir erstmal gucken, was wir machen. Bin mir noch nicht so ganz sicher, ob wir jetzt das Häuschen erstmal machen oder ob wir den Zaun machen. Mal gucken. Jetzt haben wir mit dem Haus begonnen. Ja, sieht schon ziemlich gut aus. Alles schön gerade. Ja, recht groß. Aber so sollte es ja auch sein. Anfänglich wollten wir einen Anhänger hinstellen, aber bei so viel Platz, den wir jetzt so auf einmal gekriegt haben, ist ja ein Anhänger Quatsch. Deswegen haben wir uns jetzt doch dafür entschieden, ja, ein Häuschen zu bauen. Ne? So, wir werden mal weitermachen, damit wir hier noch was schaffen. Ja Leute, so sieht das jetzt aus. Wir sind noch beim Haus bei. Nimmt schon langsam Form an. Hier noch ein paar Stützen, da noch was drauf. Ja, und dann sind wir damit schon fertig. Im Hintergrund nebenbei haben wir schon den Zaun ein bisschen aufgebaut, die eine Hälfte. Weil wir den einen Tag ein paar Mann waren und dann haben wir das ruckzuck mal hingebastelt da. Ja, ich mach mal weiter und dann gucken wir uns das Endresultat nachher mal an. So Leute, wir sind jetzt am Ende, auch schon ziemlich spät und dunkel, nicht, dass sich die Nachbarn noch beschweren, wir machen jetzt erstmal Feierabend. Ja, das Dach ist drauf, einmal Dachpappe ist raufgenagelt, nächste Woche müssen wir noch einmal abschweißen. Ja, so im Großen und Ganzen ist auch alles fertig, die Bretter können ran, so dass wir dann ja, nächstes Wochenende dann vielleicht schon mit der Innenverkleidung anfangen können. Ja, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen jetzt, wir sind ziemlich müde und ziemlich fertig. Und nächstes Wochenende geht es weiter mit dem zweiten Teil. Und ja, dann wird sich auf jeden Fall schon einiges getan haben. Die Lieferung von den Hühnern ist auch schon abgeklärt. Wenn hier alles steht, dann kommen die sofort rum hier.
Deswegen gebe ich ein bisschen Gas und mache ein bisschen Länge, dass das alles, ja, ein bisschen früher alles stattfindet und nicht erst nächstes Jahr, so wie es eigentlich geplant war. Ne? Und ja, das wäre es. Zum Schluss, fettes Dankeschön an alle neuen Abonnenten. Geiles Ding. Haut rein.